Mamahi. Die Kerze, sie geht langsam aus, das ist I. Mahi. Hallo meine Freunde der Sonne, da sind wir wieder und weiter geht's mit der zweiten Folge von Format Eure Beichten. Und ja, ich habe wieder ein paar Beichten von euch bekommen. Diesmal habe ich die auf meinem PC hier abgespeichert, dass ich von PC aus lesen kann. Mit meinen Adleraugen ist es, glaube ich, ein bisschen besser. Und ich würde einfach sagen, wir fangen mit der ersten Beichte an. Ja, Beichte Nummer 1. ich, weiblich 17, beichte, dass ich Nacktbilder von meinem Bruder habe. Bleibt halt in der Familie, ne? Nee, soll man dazu halt sagen? Also, du hast ja jetzt nicht mit dahingeschrieben, ob dir das gefällt. Ob du, kann ja sein, dass du damit so angehst und sagst hier so, ey, guck mal Mädels, das ist mein Bruder, so 2 mm unten rum oder so. Weiß ich ja nicht. Oder ob du vielleicht ein paar mehr Gefühle für deinen Bruder hast, dann solltest du vielleicht mit deinem Bruder mal reden oder die Gefühle also zu unterdrücken, weil ne, bleibt zwar alles dann in der Familie, aber muss ja nicht sein, ne? Also, ja, wie schon gesagt, du hast ja nicht hingeschrieben, wieso du Nacktbilder von deinem Bruder hast. Also ich gehe jetzt einfach mal davon aus, dass dein Bruder vielleicht trainiert ist und du abends vielleicht das Bild mal anguckst oder so. Ich weiß es nicht. Auf zur nächsten Beichte. Das ist meine absolute Lieblingsbeichte. Übrigens, das habe ich im ersten Format irgendwie gefühlt 50 Mal gesagt. Aber die Beichte mag ich. Ich, männlich 50, beichte erstmal voll cool, dass auch Leute gucken, also meine Videos angucken, die schon ein bisschen älter sind, finde ich mega cool, dass ich mit einer, dass ich mit meiner Frau seit 30 Jahren zusammen bin. Finde ich sehr, sehr, sehr cool. Also Respekt. Heutzutage ist es ja so, dass man damit angibt, dass man irgendwie schon viermal verheiratet war. Was ich irgendwie voll schlimm finde. Also selbst ich kenne einen, der jetzt schon zum vierten Mal heiratet. Nächstes Jahr. Das Witzige ist ja noch, der hat ja mit seinen Ex-Frauen immer noch so Kontakt. Intimkontakt zu sagen, was ich, also ich finde das total abartig. Entweder man liebt seine Frau und man ist mit der glücklich oder man lässt es einfach bleiben und man fängt gar nicht erst eine Beziehung an oder geht so weit, dass man sogar mit der Frau heiratet. Ich finde sowas irgendwie, oder andersrum genauso, also Frauen, ne, also ich will die Frauen dann nicht in Schutz nehmen, wenn man da immer wieder hört, dass die Frau jetzt schon irgendwie zum dritten Mal heiratet, zum zweiten Mal, das gab es früher gar nicht, ne, wenn ich dann so lese, mit 50 Jahren hast du mit 20 Jahren schon geheiratet, das ist so schön, ich finde das so mega schön und ich hoffe, ihr bleibt weiterhin zusammen. Wünsche euch weiterhin sehr viel Erfolg und ja, danke, dass ihr meine Videos schaut. Finde ich cool. Und ja, dann gucken wir mal in die nächste Beichte rein. Ja, die Beichte musste ich einfach mit reinnehmen, ne? Also, ne? Mein Ego ein bisschen stärken. Ich männlich 18 beichte, dass meine Mutter deine Videos liebt und deine Videos immer auf WhatsApp weiterschickt. Finde ich voll cool. Ich kann mir so vorstellen, ich weiß ja nicht, ob du meine Videos auch guckst, aber vielleicht kotzt sich das so an. Aber ich kann mir das irgendwie voll witzig so vorstellen. Ihr guckt so abends beim Fernsehen gucken oder so meine Videos und deine Mutti geht vielleicht voll ab und du denkst dir so, ey, so ein Spacko, wie kann man sich so ey nur angucken? Aber finde ich cool, dass ich, ja, auch, wie schon gesagt, habe ich ja vorhin schon gesagt, auch ein paar Ältere erreiche. Finde ich sehr, sehr cool. Und vielleicht hast du ja nie reingeschrieben, aber vielleicht gefallen ja ein paar Videos von mir auch. Aber ich finde das immer so komisch, ne? Wenn ich so meine Reactions angucke, ich würde so ein paar Reactions von mir nie unbedingt so Älteren zeigen. So, weil der Humor dann doch ein bisschen anders ist. Aber ich finde cool, dass der Humor von mir und von den Reactions, also von den Videos selber, scheinbar auch bei Älteren ankommt. Finde ich cool. Ja, für dich tut es mir ein bisschen leid, wenn du darauf keinen Bock hast, aber damit musst du halt leben. Ja, da gibt es halt abends kein Netflix und Chill, sondern abends Woodig und Chill. Ja, schade. Tut mir leid. Ja, auf zur nächsten Reaction. Beichte. Weiter geht's. Ich, weiblich, beichte 14. Ich
weiblich 14 beichte, dass ich so faul bin, dass ich das Mathe-Portfolio und das Lesetagebuch, das ich morgen abgeben muss, erst jetzt anfange. Kenne ich doch irgendwoher, ne? Ich hab ja schon mal mehrmals jetzt schon erwähnt, dass ich im Wirtschaftsleistungskurs war und wir sollten da eine Jahresaufgabe machen oder eine Jahresmappe plus vorstellen, ne? Ja, ne? Also Präsentation, genau so nennt man das, Präsentation. Und Präsentation sollte eine Stunde gehen und ich und mein Partner und ich haben 2 Tage vorher angesagt. Aber wir haben immer noch einen Teil bekommen, ne? Und das Geile war, das hat man schon ein bisschen so gesehen, dass wir nicht so viel Zeit dafür genommen haben, dass wir halt wirklich die letzten 2 Tage dafür verwendet haben. Aber wir haben das eigentlich, also ich muss echt sagen, wir haben es eigentlich relativ gut gemacht, ne? Wir haben eine 3 bekommen, also meckern kann man da nicht, ne? Wenn ich überlege, dass wir hatten bei uns in der Klasse ein paar, die haben ein Jahr wirklich gemacht und die haben auch nur eine 3 bekommen. Also manchmal wird Faulheit auch ein bisschen belohnt, ne? Manchmal, aber nur manchmal. Auf geht's zur nächsten Beichte. Ja, ich, männlich 28, beichte, dass ich gerne Tangas trage. Finde ich jetzt, also sorry, dass ich jetzt lachen muss, aber ich stelle mir das halt vor, wie du halt, keine Ahnung, wenn du beim Arzt bist und der Arzt dann sieht, ist eine Damenunterhose, aber sonst, jeder kann machen, was er möchte, vollkommen legitim, vollkommen in Ordnung. Und wenn du gerne Tangas trägst oder BHs trägst, vollkommen in Ordnung. Andere verkaufen Socken und wiederum andere kaufen die Socken, die von Frauen öfters mal getragen worden sind und nie gewaschen worden sind. Ne? Mache ich übrigens auch. Eine Socke, ein Sockenpaar kostet bei mir, fängt bei 250 an. Und wenn ihr natürlich dann auch hier wollt, hier von wegen, dass ich dann Sport treibe, guter Witz, aber ne, dann kostet es natürlich mehr, ne? Also dann gibt es natürlich einen Preisaufschlag, ne? Aber darüber kann man im Detail reden. Auf der nächsten Beichte. Ja, ich, weiblich 13, beichte, dass ich nicht mehr jungfräulich bin. Was habe ich mit 13 gemacht? Ich glaube, mit 13 war ich sehr aktiv in der Yu-Gi-Oh!-Szene. Also ich war ein ganz großer Typ, man kannte mich in der Gegend. ist halt wirklich so, wir haben mit 13 sind wir draußen rumgelaufen, haben Yu-Gi-Oh! Gezockt und das haben wir wirklich, ich glaube, 2 Jahre oder so gemacht. Und irgendwann kannten mich, also es ist noch nicht mal ein Witz, irgendwann kannten mich so die Leute, weil ich, wir haben das dann irgendwann, wir haben so kleine Turniere gemacht und wir haben das auch wirklich so gemacht, wir hatten eine große Mensa, weil ich auf einer Gesamtschule war. Und da wir haben da auch um Karten gespielt, so, ja, ich kriege jetzt die Karte, wenn du gewinnst und du kriegst meine Karte, also ich krieg deine Karte, wenn ich gewinne und du kriegst meine, wenn du gewinnst, genau, also, ja, mit 13 Jahren, ich glaube, das ist heutzutage Standard, oder? Das ist irgendwie so Standard. Also eigentlich müsste man Sexualkunde neuerdings wirklich in der 3. Klasse oder so machen. Oder in der 4. Das ist irgendwie so Standard. Das ist irgendwie nichts mehr Neues. Das ist ja das Traurige. Das ist halt einfach nichts mehr Neues. Das ist halt... Ja gut, ne? Ich habe damals Yu-Gi-Oh! Gezockt und du machst halt andere Dinge mit 13. So, vollkommen okay. Weiter geht's zur nächsten Beichte. Ich, weiblich 16, beichte, ich komme fast jeden Morgen eine Stunde zu spät, weil ich ohne meinen morgendlichen Kaffee ein Frack wäre. Dafür dann immer zu spät zu kommen, ich denke mal, bist in der Ausbildung, würde ich jetzt mal behaupten, kann natürlich auch in der Schule sein. Mit 16 Jahren sollte man das nicht zu oft machen, weil das wird ja dann irgendwann
Ja, irgendwann gewöhnt man sich vielleicht dran. Das ist genauso wie sich Leute dran gewöhnen, wenn sie nach Arbeit pennen gehen, was ich jetzt immer mache. Ich bin allgemein, also auch wenn ich gar nicht müde sein kann, ich bin müde. Ich bin müde, obwohl, ne? Obwohl ich eigentlich hell wach sein müsste, bin ich müde nach der Arbeit. So, weil ich mich so dran gewöhnt habe und ich schlafe dann halt nach der Arbeit manchmal so 2 Stunden oder so. Das ist total bescheuert, ich weiß aber. Und sollte halt nie unbedingt so oft machen, weil, wie schon gesagt, irgendwann kommst du aus der Phase auch nicht mal raus. Und in Arbeitsleben machst du das einmal und nie wieder. Also in Arbeitsleben wirst du sofort gekickt, gebannt von Discord. Nein, Spaß. Also wirst du halt direkt gekickt und das denkt sich dann auch der Arbeitgeber, suche ich mir lieber eine, die immer pünktlich kommt. Ne? Du kannst natürlich mit deinem Chef reden hier, pass auf, ich komme ein bisschen später, weil ich brauche meinen Kaffee. Also wie sieht es da aus, kann ich dafür eine Stunde später kommen? Wird aber, glaube ich, kein Chef und keine Chefin machen. Also sollst du es schnellstmöglich wieder abgewöhnen. Auf zur nächsten Beichte. Ja, das finde ich ein bisschen, also die Beichte finde ich schon ein bisschen twiggy. Ich, männlich 35, beichte, dass ich noch nie eine Partnerin hatte, weil ich schüchtern bin. Also wenn bei dir wirklich mit 35 die Schüchternheit so extrem ist, dass du wirklich noch nicht mal auf Frauen zugehen kannst und vielleicht noch nicht mal auf andere Menschen zugehen kannst. Wenn du vielleicht einer bist, der sich sozial so ein bisschen isoliert, sollst du definitiv mal mit einem Arzt sprechen. Dann sollst du vielleicht mal erstmal mit deinem Arzt des Vertrauens, es ist ja meistens der Allgemeinmediziner, der Hausarzt, sollst du vielleicht mal mit denen reden und über das Problem. Problem würde ich jetzt gar nicht mal sagen, also bist du so keine 80 oder so. Und es gibt ja auch viele Menschen, die wollen einfach auch keinen Partner haben. Das ist ja auch vollkommen legitim. Aber wenn du damit natürlich mit 35 Jahren Probleme hast und die Schüchternheit dich wirklich auch im Alltag enorm einschränkt und du schon so Motivationscoaches dir angeguckt hast, vielleicht sogar schon einen hattest und das alles nicht geholfen hat, sollte man vielleicht mal zum Arzt gehen, weil das kann unter Umständen vielleicht auch ein Krankheitsbild sein. Ich möchte jetzt keine Diagnose hier erstellen, deshalb rede lieber mit deinem Arzt. Wenn dich das auch selber seelisch belastet und es wird ja nie besser, so älter du wirst. Und dann kann ich dir wirklich nur empfehlen, dass du damit mal zum Arzt gehst. Wenn dich das natürlich nicht belastet und du damit vollkommen zufrieden bist und du jetzt auch nie wirklich Lust hast auf eine Partnerin und ja, an dir selber noch ein bisschen arbeiten willst, dann ist es vollkommen legitim, dann musst du ja auch nicht zum Arzt gehen. Aber wenn dich das wirklich extrem belastet und du merkst, okay, ich sollte vielleicht mal mit jemandem darüber reden, dann mach das bitte auch. Ja, und somit sehen wir uns in der nächsten Beichte. Ja, da sind wir bei der nächsten Beichte. Ich, männlich 23, beichte, dass ich immer in das Waschbecken pinkel. Anstatt das Klo zu benutzen. Ja, ich stelle mir das ein bisschen eklig vor, vor allem wenn du mal Darmbesuch hast. Ne, 23 hast du, denke ich mal, hier und da, oder vielleicht hast du ja eine feste Beziehung. Ich denke mal, die wird davon nichts wissen. Und ich stelle mir das ein bisschen eklig vor, wenn die sich dann mal... Boah, nee, das will ich eigentlich gar nicht, aber wenn die sich dann Wasser einlässt und du machst das halt, denke ich mal, nicht sauber, ne? Ich kann mir nie vorstellen, dass du dann hier sauber schrubst, sondern dass du es einfach, sag ich jetzt mal, plump gesagt, trocknen lässt. Wenn ich mir dann überlege, dass dann vielleicht eine Freundin oder wenn du mal Besuch hast, dass sie sich dann mal so das Gesicht waschen oder wirklich mal Intimbereich waschen oder und dann wirklich deine Schmiere im Gesicht haben. Also das finde ich ein bisschen pervers. Oh, Scheiße, jetzt habe ich übelste Bilder im Kopf. Also vielleicht sollst du... Wie faul kann man eigentlich sein? Ich denke mal, du wirst doch neben deinem Waschbecken wirst du doch direkt die Toilette haben, oder? Pingel doch einfach auf Toilette. Warum musst du unbedingt ins Waschbecken pingeln? Mach doch einfach Klobrille hoch und pingel rein. Oder setz dich hin, wenn das deine Freundin möchte.
Nee, also, ich weiß nicht, wieso man das macht. Also, das ist wirklich ganz voll. Ne? Nee, dass es bei dir dann irgendwann so weit ist, dass du so sagst, ach, hab ja hier eine leere Flasche, könnte ich vielleicht auch mal reinpinkeln. Nee, also, das will ich jetzt nicht wissen, dass du jetzt mit der nächsten Beichte kommst. Von wegen hier, ja, ich pinkel auch in Flaschen, ne? Also, ja, vielleicht beim nächsten Mal versuchen, die Toilette zu benutzen und reinigen, weil das echt ein bisschen pervers ist, wenn du mal wirklich Besuch hast oder wenn deine Freundin sich mal wirklich das Gesicht wäscht und du das wirklich, sag ich mal, jetzt ganz plump gesagt, wirklich trocknen lässt, ist es schon ein bisschen eklig. Ein ganz kleines bisschen. So. Ich frag mich auch, was du dann immer so denkst, wenn sich wirklich dann jemand so die Haare wäscht oder so, wenn du dann da hinten auch, oh, mach das bitte nie, ey, aber ich kann es ja jetzt nicht sagen. Ja. Da kommen wir zur letzten Beichte. Ich weiblich 19 beichte, dass mein erster Dreier mit zwei fremden Männern war, in Klammern, haben uns erst 5 Minuten gekannt. Also manche mögen ja so ein Abenteuer. Das Problem ist halt immer bei solchen One-Night-Stands, sag ich jetzt einfach mal so, ist halt immer so das Problem, ich weiß ja nicht, ob ihr jetzt verhütet habt oder nicht, man sollte natürlich verhüten, ist halt immer so das Problem, man weiß ja nicht, ob der Kerl oder die zwei Kerle gesund sind. Ja, und wenn da irgendjemand kommt mit einer Krankheit oder sowas und ihr wisst das vorher nicht, könnt ihr euch natürlich bei solchen schnellen One-Night-Stands extrem schnell anstecken. Ich denke mal, dass mein erster Dreier, ich denke mal, du wirst schon mehrere gemacht haben, sonst hättest du geschrieben, irgendwie, ich habe einen Dreier gemacht oder so, sondern mein erster Dreier, also ich denke mal, du wirst schon mehrere gemacht haben. Also finde ich vollkommen legitim, finde ich vollkommen in Ordnung. Ne? Also warum nicht? Also ich würde jetzt als Single, ich bin ja gerade Single, und wenn ich jetzt zwei Frauen habe und die jetzt so sagen, ja, ne? Dann würde ich jetzt auch nicht Nein sagen, als Single. Ne? Als Single. Also finde ich vollkommen legitim. Ich finde das halt, wenn man nur die Person, aber erst, oder die zwei Personen, erst 5 Minuten kennt und wenn du die zu dir nach Hause einlädst oder du zu denen mitkommst, ist natürlich immer die Gefahr, dass sie mit dir vielleicht was anderes vorhaben. Ne? Du darfst auch nie vergessen, du bist eine Frau und zwei Kerle, ich will mir da jetzt nichts ausmalen, aber es kann natürlich immer passieren. Und ja, also, ne, es gibt halt viele, die sowas machen, vollkommen legitim, aber ich finde halt immer, man sollte vielleicht die Männer erstmal richtig kennenlernen. Wenn man auf so ein Abenteuer Bock hat, vollkommen okay, aber man sollte vielleicht ein bisschen mehr über die Partner erfahren, ne? Vielleicht am besten auch noch, wo genau sie wohnen. Und vor allem nicht unbedingt ihren Zustand zu den Männern, wenn man selber nichts mehr mitbekommt. Also wenn man vielleicht so viel getrunken hat nach der Party, dass man selber nichts mehr mitbekommt, aber die Männer vielleicht noch nüchtern sind. Das birgt halt extrem viele Gefahren. Da kann, also, ne, ich denke mal, du wirst trotzdem weitermachen, selbst wenn ich dir das jetzt sage, aber vielleicht die Männer bisschen besser zumindest kennenlernen, ne? Und immer eine Absicherung haben. Vielleicht eine Freundin, die, weiß nicht, am nächsten Tag sofort anrufen soll. Ne, nie unbedingt, wenn ihr dabei seid. Das ist, oh, warte mal, meine Freundin. Ja, nee, ich bin gerade dabei, alles gut. Oder, ja, irgendjemand Bescheid sagen, dass sie wissen, wo du gerade bist. Ne? Sonst kann das extrem schnell wirklich nach hinten losgehen und das wollen wir ja nicht. Und ja, damit haben wir die zweite Folge von dem Format geschafft. Vielen, vielen Dank für die vielen Beichten. Es werden noch ein paar Beichten natürlich von euch folgen, aber ihr könnt mir trotzdem weitere Beichten schicken. Und ich habe mir einfach mal was einfallen lassen, was vielleicht ein bisschen besser ist. Für die Leute, die Twitter haben, schreibt einfach mal den Hashtag, also wir nehmen den Hashtag Würdig Beichten. Würdig Beichten.
Und darüber finde ich dann einfach eure Beichten. Ich glaube, das ist ein bisschen angenehmer, weil so muss ich dann auf allen Plattformen eher mal gucken, okay, wer hat mir jetzt über Beichten geschrieben, wer möchte, dass ich Reaction-Vorschlag mache und. Das ist ein bisschen schwierig. Das finde ich dann ein bisschen besser, wenn wir uns darauf einigen, dass ihr über Twitter, Hoodie, Beichten, einfach eure Beichten niederschreibt und so kann ich das viel besser sortieren. Wäre natürlich cool, wenn ihr da mitmacht. Und ja, ich hoffe, euch hat die zweite Folge gefallen. Wir sehen uns definitiv, Dativ, Akkusativ in der nächsten Aufnahme. Bis dahin, haut rein und tschüss!